meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Erstmal geht's weiter mit den Kommentaren zur 104. Folge. Wir lassen uns es fließen und sprießen beim Wegebau vom Bauernhaus zur Spinnenhöhle. Da hatte ich ja an einer Stelle richtig schön die Landschaft gestaltet, ne, wo es dann über so einen Bergrücken rüberging und dann kommt man in so ein Tal rein mit einem See und einem Wasserlauf, der dann entlang des Weges da läuft und so weiter. Da waren mir ja vorher einen Haufen Bäume abgefackelt, deswegen hatte ich da jetzt Platz und habe ich einfach mal so ein bisschen Landschaftsgestaltung gemacht und wollte euch eben das auch nochmal zeigen, wie man das macht. Hab das hier in der 104. Folge gemacht, habe also eine Stelle gefunden, wo ich euch das nochmal zeigen kann. Ja, weil sie genial gemacht. Knochenmehl, Gras, Bäume und so weiter. Kann man in Karabatamana noch nachholen. Sony 840 hätte also auch genau dieselbe Stelle genommen für die Minecart-Strecke, die ich da durch die Berge oder durch die Hügel geführt habe. Könntest du die Parts ein bisschen kürzer machen? Nein, ich fühle mich mit dieser Länge zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde eigentlich ganz gut. Das ist so auch die Zeit, in der ich jeweils ein Thema abhandeln kann, dass die einzelnen Folgen auch geschlossen sind in sich. hat jemand dann groß, bitte nicht durchgehend groß schreiben. Das heißt ja im Internet, dass ihr schreit. Und das mag ich nicht, das mögen viele andere nicht, wenn jemand schreit. Ja, das nochmal kurz, habe ich hier auch nochmal angetippt. Er sagt hier, schreibt alles groß. Nein, auf seinem eigenen Kanal, in seinen eigenen Kommentaren schreibt er nämlich klein, so wie sich das gehört. Aber egal. Ja, Dutchman, was ich an deinen Videos so liebe, ist die Ruhe, die du mit deinen Kommentaren einbringst. Durch deine Stimme und dein ganzes Auftreten ist das alles so entspannt und angenehm. Astreiner Commentary und was du so auf dem Bildschirm anstellst, ist ja bekanntlich auch super. Danke. Dysfunction hat sich da gemeldet. Ja, der Junge hat sich auch wirklich rausgemacht, muss ich sagen, mit seinem Let's Play. Ich bin ja auf ihn gestoßen durch seinen Let's Show, wo er da mit dem japanischen Dorf und ganz natürlich mit der Höhle des Hühnergottes wirklich was Tolles gemacht hat. Seit einigen, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Folgen ist er inzwischen, 40 größenordnungsmäßig, läuft da sein eigenes Let's Play. Wie drücke ich es aus? Ja, ich war am Anfang sehr gespannt, wie das bei ihm wird. Und muss sagen, er hat sich also wirklich toll gemacht, spricht schöne Kommentare. Und ja, lohnt auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Er steht ja auch in meinen Empfehlungen drin. Darüber findet ihr ihn also. Ja, super Idee mit dem Waldsee. Habe viele Ideen von dir in meine Welt übernommen. Danke. Könnt ihr auch machen. Na, wenn ihr was bei mir seht, was euch gefällt, dann übernehmt das ruhig in eure Maps. Variiert es vielleicht ein bisschen. Dafür mache ich die Videos. Ja, Dutchman, mach weiter so, du kommst noch groß raus, glaub mir. Ja, bin auf dem besten Weg dazu. No. Ja, du bist eindeutig mein Lieblings-Minecraft-Let's-Show-Player. Das ist zum Beispiel ein Kommentar, den kann man, da ist kein Vergleich drin mit jemandem anderen, der macht einen anderen Let's-Show-Player nicht schlecht. No. So kann man also da seine Begeisterung zum Ausdruck bringen. Kommt von der Schadenfreude, was haben wir da? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, worauf sich das bezieht. Klasse Video. Achso, hier hat jemand wieder früh raufgeguckt, bevor das Video richtig verarbeitet war und halt nur in 240p, also 240 Zeilen in einer geringen Auflösung zur Verfügung stand. Das ist eben immer frisch nach dem Upload. Dauert das ein bisschen, bis das Video verarbeitet ist und dann in hoher Qualität zur Verfügung steht. So, wir kommen zur 105. Folge. Wir erzielen einen Durchbruch. Jawohl, in der Folge war ich ja mit TNT unterwegs und habe mir einen Seeweg gebaut zu der Stelle, wo ich die Korvette baue vom TNT, von der Minecart-Station am TNT-Tunnel zur Baustelle der Korvette.
Und ja, ist ein bisschen lang, muss man sich zusammenreißen, 35 Minuten am Stück zu gucken. Geh mal ins Kino, da musst du 90 Minuten am Stück gucken. No? ja, hier nochmal Hinweis, Texture Pack, Down for Life, Minecraft, 128p. Ja, das ist es. Und geht halt immer beim Hochladen zu YouTube, wird durch die Komprimierung halt einiges weggeglättet. Und ich habe eben auch noch die ältere Version damals benutzt. Inzwischen habe ich es aktualisiert. ja, Lehmabbau unter Wasser muss man ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt nicht mehr so leicht mit dem Auftauchen. Ja, hier kannst du mir bitte, bitte, bitte deine Welt geben. Und da schoss mir natürlich sofort durch den Kopf, wieso nur dir? Weil er fragt ja, kannst du bitte, bitte mir deine Welt geben? Wieso nur dir und nicht auch allen anderen? auf so eine Sachen hake ich halt gerne mal ein bisschen boshaft ein. Also nimm das nicht zu übel. Das ist also jetzt nicht hier so, dass ich irgendjemanden da rausziehen und für seine, ja, was weiß ich, Sprachschwächen oder Rechtschreibfehler. Ja, Rechtschreibfehler sowieso nicht. Es sei denn, der Text ist dann wirklich nicht mehr zu verstehen. Aber so eine Sache, dass jemand sagt, kannst du mir bitte deine Welt geben und nicht für die anderen mitdenken, die die Welt ja sicher auch haben wollen. Deswegen einfach die Frage, warum soll ich die Welt nur dir geben? Damit einfach mal der richtige Anstoß zum Nachdenken kommt. Also wenn ich so mal ein bisschen boshaft auf einen Kommentar antworte, nehmt das nicht zu ernst und vor allen Dingen nehmt das nicht zu persönlich. Ich habe einfach mal die Gelegenheit genutzt und an eurem Kommentar was zu zeigen, was halt andere in ihren Kommentaren besser machen können. Ja, das ist nicht persönlich, sondern ja, einfach nur, damit es alle besser machen. Ne? Wir wollen ja alle was davon haben, von dem, was wir hier veranstalten. Ja. Jo, Dutchman ist unser kleiner Sprengmeister. Ich sehe leuchtende Augen, sobald der TNT hinlegt. Ja. Ist halt, wenn man großräumig ein bisschen arbeiten will, am Gelände, ist halt TNT die Sache. Und wie Sony 840 hier schreibt, sieht halt meistens doch natürlicher aus, als wenn man es wegschaufelt, weil man ja doch beim Begradigen oder natürlich machen von Kanten oder sowas da so seine Schemata drin hat und mit TNT ist es halt wirklich von der Natur gestaltet. Ja, mit dem Kloster, da habe ich mir was vorgenommen. Das wird noch dauern, bis das fertig ist, zusammen halt auch mit dem ganzen anderen Sachen. Ja. Ja, Obi-Wan Kenobi, natürlich ist TNT immer die beste Lösung für alles. Zimmer aufräumen oder sonst was, ne? Oder mal neu streichen, ne? Einmal Farbe in die Mitte, TNT rein, boom, Zimmer lackiert. Ne? Der rechte Balken schon ein bisschen sortiert. Okay, jawohl, coole Welt. Kann ich immer wieder nur sagen, es gibt keine uncoolen Minecraft-Welten. Ihr müsst einfach nur ein bisschen euch umgucken und mal ein bisschen durch die Gegend laufen, da findet man immer wieder Sachen. Ja. Und meine ist halt eben aus der 1.3, glaube ich. Damit habe ich die angefangen. No. Nummer 2, geiles Video. Okay. Diese erste, zweite und so weiter. Kommentare. Ja. Okay. Wir werden sehen. Ich werde vielleicht sogar mal so eine Checkliste für Kommentare machen, ist mir mal eingefallen. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe so viel momentan auf der Liste. Ich verstehe nur Bahnhof, könnte man da fast sagen. Ja, in der Folge habe ich die Minecart-Station vorgestellt, die ich auf der Strecke zwischen dem Kloster und der Baustelle für die Korvette gebaut habe. Oder Korvette, wie man es im Deutschen ausspricht. Das soll ja so ein Durchgangsbahnhof werden, wo ich nicht immer das Minecart wechseln will, wie bei den normalen Minecart-Stationen, sondern wo ich auf Wunsch eben durchfahren können will. So rum ist, glaube ich, die Grammatik richtig, genau.
Und habe da halt eben mal ein bisschen was mit Redstone gemacht. Das erste Mal übrigens, aus, wenn man mal von der Tür an der Prosumer-Hütte absieht. Ja, wenn ich halt den Zwischenstopp vom Kloster aus festlegen will, beziehungsweise von der Baustelle aus, muss ich halt entsprechend lange Redstone-Leitungen legen. Na, das kommt dann noch. Na, Legendary Bimboaffe lag halt hier mit seinem Kommentar genau richtig. Und trink während der Aufnahmen mal etwas wegen deiner Stimme. Ja, mache ich doch gleich mal. So. Ja, ich wollte halt erstmal grundsätzlich so einen Stoppmechanismus, Start-Stoppmechanismus testen und dann eben die langen Leitungen legen zur Korvettenbaustelle oder zum Kloster. Das kommt dann noch. Ach, der Haken ist, wenn ich was getrunken habe, ich will gleich wieder den Mund voll Speichel und der läuft mir dann voll Wasser und das schmatzt dann so. Ja. Ja, Wikingerschiffe wird es auch noch geben. Eine Hansekogge wird auch noch dazukommen, dann in Neptuns Dank. Also jede Menge Schiffbau in den nächsten Folgen auch. Ich muss erstmal sehen, wie ich das alles abarbeite. Ja, Name für die Minecart-Station muss man sich noch was einfallen lassen. Buchtblick oder Seeblick ist mir allerdings ehrlich gesagt ein bisschen zu normal. Ja, sind zwar so schöne Namen, aber wie gesagt, ein bisschen normal. Ich suche da noch ein bisschen nach, noch etwas nach einem mit einem Dreh drin, dass das so ein bisschen schräg ist. Du bist wirklich einer der besten Minecraft-Let's Player und der beste Showplayer. Sowieso, danke. Ich denke mal, oder ich glaube, ich bin der Einzige, der das als Let's Showplay macht, dass er also in einer Welt sowohl live baut und entdeckt und so weiter, als auch eben dann offscreen macht und das als Let's Show zeigt. Bin ich, glaube ich, der Einzige momentan, der sowas macht oder das so macht, beziehungsweise im Januar, als ich angefangen habe, war ich da, glaube ich, mit Sicherheit der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist, eben seine Minecraft-Welt so vorzustellen. Heißt aber nicht, dass ich da ein Urheberrecht oder sonst was auf die Idee hätte. Ja, wenn jemand das genauso machen möchte, wie ich es hier mache, mit einem Let's Showplay, seine Welt vorstellen möchte oder halt was anderes vorstellen möchte, ich weiß ja nicht, wo man sonst noch ein Let's Showplay durchziehen kann, dann macht das ruhig. Ja, schreibt vielleicht rein, dass ihr die Idee bei mir aufgegriffen habt, dass ihr euch von mir habt inspirieren lassen, wenn ihr das ein bisschen hochgestochener formulieren wollt. Und schickt mir einfach kurz eine Nachricht, ja, dass ihr sowas macht wie ich, dass ihr also ein Let's Showplay versucht. Dann gucke ich da bei euch auch mal nach, lasse mich da blicken und lasse auch vielleicht mal den einen oder anderen Kommentar fallen. Ja, aber auf diese Idee, Let's Showplay, dass also Let's Play und Let's Show in einer Videoserie zu machen, da habe ich nun nicht das alleinige Nutzungsrecht, das kann jeder machen. Ja, wäre natürlich schön, wenn er die Idee bei mir aufgegriffen hat, dass er mich dann erwähnt und mir auch einfach mal kurz Nachricht dazu gibt, was ihr da für ein Projekt startet. Ja, regelmäßiger Weltdownload, ja, ist die Frage, so alle 50 Folgen oder alle 100 Folgen. Muss halt immer so die Gelegenheit da sein, dass die Welt halt auch in einem entsprechenden Zustand ist. Sprich, dass eben alles funktioniert und aufgeräumt, ausgeschildert ist, dass ihr euch da auch zurechtfindet. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn man was zum Download zur Verfügung stellt und es verschwindet dann einfach wie in einem schwarzen Loch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute insgesamt die Welt aus der Folge 50 runtergeladen haben. Ich meine, der Link funktioniert ja immer noch. Da sind bestimmt inzwischen 250, 300 Downloads passiert. Und ich weiß eigentlich nur von einer Handvoll Leuten, beziehungsweise einem Dutzend Leuten, die sich dann bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich habe das und das gemacht, gebaut. Ne? Deswegen würde mich mal auch interessieren, was ihr in meiner Welt macht.
wenn ihr sie runtergeladen habt. No? Es gibt ja noch viele, die in Folge 50 das runtergeladen haben. Schreibt einfach mal am besten in die Kommentare dann zur Folge 50. Da würde sich das gut machen. Ich kriege das ja mit, wenn da neue Kommentare auftauchen und werde auch dann in Zukunft mal auf Kommentare bei der Folge 50 achten. Ja, also schreibt ruhig rein in die Kommentare, was ihr da in meiner Welt macht, die ich euch zum Download angeboten habe. Habt keine Angst, da irgendwas zu spoilern, denn wenn ich jetzt in der Welt in neue Gegenden gehe, dann sehen die bei mir anders aus als bei euch, weil die Chunks ja dann immer zufällig generiert werden. Ja, also ja, ich mag es einfach nicht, wenn ein Download so im schwarzen Loch verschwindet, ohne dass da irgendein Echo zurückkommt. Deswegen schreibt ruhig zur Folge 50 in die Kommentare rein, was ihr da in meiner Welt entdeckt habt, ob ihr da einfach nur rumlauft oder ob ihr euch ja die Sachen da rausholt, also die Bauten dann zum Beispiel mit MC Edit rauskopiert in eure Welten. Habe ich auch nichts dagegen, wenn er das macht. Ja, würde ich mich sogar freuen, wenn er eben das dann schreibt. Ja, dass ihr euch, was weiß ich, das Fort der Klatschianischen Fremdenlegion, wenn ihr das irgendwo bei euch in die Wüste gepackt habt oder sonst wohin, oder wenn ihr euch die Strandhütte rauskopiert oder andere Sachen. Ja. Oder wenn ihr eben einfach nur durchlauft und euch die Gegend anguckt und was weiß ich, vielleicht hier einen Spawner gefunden habt oder sonst was, pipapo, eure Abenteuer. Schreibt's einfach in die Kommentare zur Folge 50. Ich möchte gern wissen, was ihr mit der heruntergeladenen Welt da angefangen habt. Ne? Ja, die Pfeiler. Da habe ich also den ersten gebaut. Die Pfeiler für die Minecart-Strecken. Das werde ich also durchziehen. Na, damit die Minecart-Strecken nicht ganz so in der Luft hängen. Creeper ist mir in der Folge auch begegnet, sogar zwei. Ja, ich habe mir angewöhnt, wenn ich mitkriege, dass ein Creeper explodiert, dann springe ich nach oben rückwärts. Und deswegen häufig hilft es, dass ich also weniger verletzt werde, beziehungsweise weniger Rüstung verliere. Und ja, ich werde dann natürlich besonders weit hoch oder weggeschleudert. Ja. 25 Frames per Second. Ja, in dem Fall war es glaube ich so, dass nebenher noch ein Rendern lief. Ach so, geht um die Sache mit der Maus, dass sie halt besonders empfindlich ist, wenn ich gerade mit Fraps aufzeichne und sonst eigentlich ich da alles unter Kontrolle habe. Die Schrecksekunde bei 13,53 hatten viele, denke ich mir. Ja. Passend gewählt, Redstone, dann sagt wieder ED-Pfeiler, jawohl, sehr schön. Schade, dass man bei dir nicht anheuern kann. Sonst würde ich dir überall an der Minecart-Strecke diese Pfeiler hinbauen. Ja, ist eine tolle Idee, leider eben nicht zu machen, weil ich müsste ja dann die ganzen einzelnen Pfeiler, die du gebaut hast, mit MacEdit oder MC-Edit rausnehmen und in meine Welt reinpacken. Ist genauso aufwendig, als wenn ich sie selber bauen würde. Aber danke für den Vorschlag. Ne? So. Und auf einen Server will ich mit meiner Welt nicht. Genau, das vielleicht auch an alle, die jetzt fragen, ob ich auf einen Server komme und wo und wie oder ob ich nicht auf ihren Server kommen könnte oder den sogar sponsern könnte. Genau, also Minecraft auf dem Server im Multiplayer ist nicht mein Thema, da habe ich ehrlich gesagt keine Zeit. Ich habe mal ein Experiment gemacht oder habe es mal angetestet. War insgesamt, glaube ich, 3,5 Stunden auf dem Server und habe mich dann da nie wieder blicken lassen, weil ich nie wieder dazu kam, da vorbeizugucken. Bringt bei mir also nichts. Ja, dazu bin ich hier mit meiner Let's Showplay-Welt viel zu sehr beschäftigt und Zeit, die ich dann auf einem Server verbringen würde, würde mir hier einfach für meine Welt fehlen. Und da habe ich ja mehr als genug zu tun. Ne? Ihr kennt ja alle die Liste oder zumindest einen Teil der Liste. Ja, Folge 107, der vieldeutige Puzuma. Super Name für die Notunterkunft, danke. Ja, ich hatte auch in der Folge nochmal das Thema Gronkh angesprochen. Und ja, hier haben wir einen Punkt, der mich eben dazu gebracht hat oder darauf gebracht hat, dass
das als Let's Showplay zu machen, so wie ich es also mache, und nicht als reines Let's Play zu machen. Ich wollte schon sagen, reines Let's Play. Hey, wir sind hier in Texas. Hier sind die Chicken größer. ja. Also Gronkh und auch viele andere Let's Player machen eben ein reines Let's Play, fangen mit einer komplett neuen Welt an, ne, und dann geht's eben eins zu eins in der Zeit weiter. Die bauen eine Viertelstunde, laden das hoch, bauen die nächste Viertelstunde, laden das hoch und so weiter. Dass man also wirklich am Stück sieht, wie man, wie die bauen, ne, eine Stunde Spielzeit ist bei denen auch eine Stunde Videozeit auf YouTube. Und das ist mir halt eben auch bei Gronkh aufgefallen, dass man eben in diesem Stil in Minecraft nicht so richtig vorankommt. Ja. Und wenn ihr einfach mal den Vergleich machen wollt, ich bin jetzt hier bei meiner Welt in der Folge 107. Und wenn ihr die erste Staffel von Gronkhs Let's Show Minecraft bei Folge 100 mal einsteigt und seht, was er da gebaut hat, da hat er, glaube ich, mal das Strandhaus fertig, den Wolkenpalazzo angefangen, die U-Bahn angefangen. Und den Bauernhof, der kam glaube ich, erst später. Ja, also viel angefangen und nichts so richtig fertig. Und da sieht es ja bei mir doch noch ein bisschen anders aus. Nee, aber das liegt eben einfach daran, dass ich es als Let's Showplay mache und viel Offscreen machen kann und halt auch schon relativ oder einiges in meiner Welt gemacht hatte, bevor ich mit dem Let's Showplay-Videos angefangen habe. Ja. Hier macht er aufmerksam auf einen Let's Player, der Shooter spielt, DSP Gaming. Falls man Englisch genug kann, sehr zu empfehlen. Schöne Empfehlung, muss ich sagen. So kann man das machen, dass man also einen anderen Let's Player unterstützt oder bewirbt mit Kommentaren bei anderen. Ne? Hier von HCN42. Schreibt erstmal wirklich was Aussagekräftiges und Gehaltvolles zu meinen Videos. Und da macht das dann überhaupt nichts, wenn er eben halt auch in dieser Form hier einen anderen Let's Player empfiehlt und eben auch zudem auch noch Informationen mitgibt. Also nicht nur sagt, hier, guckt mal bei dem vorbei, sondern er sagt, hier, der spielt Shooter, ganz im Gegensatz zu mir. Ja, wenn ich einen Shooter spielen würde, können wir vielleicht mal spaßeshalber machen. Will sowas von gnadenlos untergehen. Na, er sagt also, dass er Shooter spielt und dass er eben auf Englisch Let's Playt und empfiehlt ihn eben. So ist es wunderbar, so kann man das machen. No? Zum Schluss noch, thanks für dein Let's Showplay. Ja, gerne, Daumen hoch. Ja, das hier, Gronkh, Quantität statt Qualität, Quali steht und bald Quantität, würde ich so nicht direkt so sagen, ja. Trifft vielleicht auf die Fanmenge zu, auf die ja, Fangemeinde, die da jeder Let's Player um sich hat. Es gibt bei Gronkh mit Sicherheit auf jeden Fall auch gute, ich sag mal richtig gute Fans, die ihn da mit wertvollen Kommentaren, das ist ja das Wichtigste, was ein Fan machen kann, mit wertvollen Kommentaren und Tipps und so weiter unterstützen, wobei ich jetzt nicht als Tipp meine, dass er F3 benutzen soll, wo er doch am Anfang sagt, dass er F3 nicht benutzen will, dass er also wirklich ohne Mods und ohne Hilfen spielen will. Ja, die zweite Staffel. Und ja, Qualität bemühe ich mich natürlich auf jeden Fall bei mir, da auch immer besser zu werden. Quantität, sprich die Abonnentenzahlen und Views steigen, ja, da sind wir also auf dem besten Weg.